ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fans und Freunde der Orchestra. Es ist ein besonderes Ereignis, aber bevor ich dazu was sage, möchte ich gerne noch an etwas anderes erinnern. Der Straßenbahnwagen, den wir gleich sehen, erleben werden, vorstellen, ist zwar schon ein halbes Jahrhundert alt, aber ein anderes Ereignis. Vor 24 Jahren ist sicher erwähnenswert. Wir wollen auf den Tag genau, am 25. November 1974, das war ein Sonntag, gab zum ersten Mal ein Fahrverbot gegen das Ölembargo damals, vor genau 24 Jahren, durften keine Autos fahren und plötzlich entdeckten die Menschen wieder den ÖPNV. Straßenbahn war fast so voll wie zu jedem Zeitpunkt 1949, als der Wagen. Wir können ja kleine Schildchen drum machen, Eigentum des Bergischen Museums Untertal. Und dann fährt es hier für die Burgester. Ich denke, es wäre ein guter Kompromiss. Ich begrüße Sie alle zu diesem, wie ich denke, denkwürdigen Tag, zu diesem großen Ereignis. Und nun schreiten wir zur Tat. Und was nun passiert, sollte uns am besten der technische Vorstandsmitglied Gerd Hilke erläutern, wie dieses Fahrzeug nun bewegt wird und in Einsatz kommt. Ich denke, das ist eine kleine Überraschung, Herr Hilke, das sollten Sie erläutern. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Wir haben das Fahrzeug so präpariert, dass es im Moment noch versteckt ist, hinter diesem großformatigen Bild. Wir werden jetzt gleich an den Strick packen, der unten auf der Erde liegt, und werden, um das Gemeinschaftswerk jetzt heute zu vollenden, gemeinsam den Wagen aus dem Versteck herausziehen. Und zu dieser Tat schreiten wir jetzt. Langsam kannst du nicht ziehen. Das ist der Nonnenchor. Hey! Langsam.
Nee, warum?